Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Maurice Jakob von den Frakta. Und ich bin in Word Park, die letzte Vorstellung, also verrückter oder seltsamer Park. Weil ich glaube, da spricht man weird aus irgendwie so. Das heißt auch unheimlich. Also ich kenne das meist im Zusammenhang, dass englische Amis sagen so, also hier so weird. So hier, das ist immer schräg, so seltsam hier. Ich glaube, das heißt aber, also den Zusammenhang hier mit Clowns ist schon unheimlich. Clowns ist für mich eh definitiv etwas Unheimliches. Ich fand mich immer grässlich. Das war auch schon, bevor ich es geguckt habe. So. Ich kenne eine Mädel, die ist mit einem Kumpel von mir zusammen, die sammelt Porzellan-Clowns. Ich finde die alte unheimlich. Ist das doch nicht schön? So ein Regal, voll geil. So, dann gucken wir mal, was das für ein Spiel ist. Ich habe ja so eine gewisse Vermutung. Aber ich mache das hier noch ein bisschen. Na toll. Several journalists have visited this place, so I doubt you'll find anything new. As you know, it all started about a month ago, when 7-year-old Patrick Audley went missing. We haven't found him yet, and the surveillance video of his room still baffles us. We can't figure out how he disappeared after entering his closet. Even stranger, 2 weeks after Patrick went missing, aggressive mechanical toys invaded his house. We wound up evacuating the rest of the Audley family and sealing off the place. I'm recommending you stay away, but if you insist on taking photographs for your newspaper, I won't stop you. Just be careful. And whatever you do, don't go into the house. Doing so could be dangerous. Cool. Sehr cool gemacht, der Vorspann. Ja, sehr schön gemachtes Video hier 3D. Gefällt mir sehr gut. Ja? Gut, es ist ein Mimmelbildspiel. Ich hab ja schon den Verdacht. So, ich glaube, das hat man gerade eben auch gesehen, dass das Bild anfängt zu flimmern, zu flackern, wie irre. Das wurde noch schlimmer. Ich habe dann die Aufnahme abgebrochen. Das hat sich aber irgendwie nicht beruhigen wollen, bis ich umgestellt habe in den Optionen von Vollbild eben auf Fenstermodus. Jetzt hoffe ich mal, dass das Spiel jetzt stabil weitergeht. Also von der 2D... Ah, nee, es flackert schon wieder wie Arzt. Also von der 2D finde ich es auch sehr schön gemacht. Ja. Ganz klassischer Wimmelbildspielaufbau. Links unten halt ein Journal, rechts eben Tipps und sowas, unten das Inventar. Das finde ich aber gerade sehr bedauerlich, dass das jetzt irgendwie nicht wirklich spielbar ist. Weil der Maus, also hier unten am Zaun sieht man die Lupe, die hängt irgendwie ein bisschen. Ich starte das Spiel mal neu, vielleicht bringt das was. So, ich habe mal neu gestartet das Spiel, direkt diesmal natürlich dann im Fenstermodus. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es was bringt. Das werden wir dann sehen, gell? Böse Ratten, ja, böse Ratten. Nee. Hängt sich schon wieder auf. Ja. Hier seht ihr ja, scroll. Und oben steht auch letzte Vorstellung, also Wirt Park, letzte Vorstellung, keine Rückmeldung. Ja. Das ist leider ein bisschen instabil bei mir. Das gibt ein kurzes Video. So, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt nochmal neu gestartet, diesmal mit Administratorenrechten. Mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Das ist aber übrigens kein Bienennetz, sondern das sind Wespen, die sowas bauen, oder? Also in Deutschland kenne ich jetzt keine Bienen, die solche Dinger bauen.
Ah, das ist interessant. Das Spiel sagt mir direkt, was ich denn überhaupt suche. Das ist wieder eine leichte Hilfestellung. Sag mal, kann das sein, dass alle Wimmelbildspiele verrückt sind nach Hobel? Jetzt mal ganz ehrlich, in meinem Real Life habe ich unheimlich selten Kontakt zu echten Holzhobeln. Ja, weil man braucht das halt relativ selten. Also es sei denn natürlich, man ist irgendwie Dachdecker oder Schreiner, Zimmermann, ja, dann ist das ein Handwerkszeug, ein Werkzeug, ja. Ah, es hat schon wieder aufgehängt. Ich krieg schon wieder oben keine Rückmeldung. Ja, okay, schade. Weiß nicht, bei mir läuft es nicht stabil, das Spiel. Finde ich sehr, sehr schade. Sieht nämlich gut aus. Also das Intro hat mir gefallen. Mir gefällt die 2D. Das hätte ich mir tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen angeguckt, das Spiel. Naja, dann ist das halt jetzt mal ein kurzer Spaß für den Fragt der Games-Archiv, gell? Vielleicht funktioniert es bei euch ja besser. Das weiß man ja nie genau. Es gibt so viele verschiedene PC-Konfigurationen. Ich habe ein Gaming-Notebook, ein sehr starkes, mit einem noch 8.1er Windows-System drauf, bald halt ein 10er. Vielleicht ist das euch von Hilfe, ja, wenn ihr sagt, das würde mir auch gut gefallen, das Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es bei mir läuft. Also wie gesagt, das ist meine Konfiguration. Bei mir will es nicht, ne? Warum auch immer. Naja, das wird... Hier, seht ihr ja, ha? Seht ihr? Hier der Mauszeiger. Früher hat man da so eine kleine Sanduhr gesehen. Ja. Aber oben steht auch keine Rückmeldung. Also das ist schon wieder... Mensch, ich klick's mal an. Ja, seht ihr? Das ist abgestürzt schon wieder. Schade, ja. Also jedenfalls das Wirt Park, die letzte Vorstellung. Wie gesagt, ein Wimmelbildspiel, das, soweit ich das sehen konnte, auf mich einen guten Eindruck gemacht hat. Abgesehen von diesem technischen Problem. Wie gesagt, muss nicht am Spiel liegen. Ganz oft sind halt, man muss ja immer sich vorstellen, ein Entwickler hat ja seinen PC, an dem entwickelt er. Und ich kenne das noch gut, wie ich noch mehr aktiv gemoddet habe, wie ich 1648 gemacht habe, eben die große Total War Mod zum 30-jährigen Krieg für Medieval 2 Total War. Da habe ich natürlich an mein System gemoddet und da hatten schon meine Mitmodder aus meinem Team manchmal Probleme mit meinen Dateien und ich auch mit ihren. Dann hatten wir irgendwann das Spiel mal fertig, also die große Mod fertig. Und danach hatten wir immer wieder Meldungen von Bugs oder Problemen von Spielern, die halt einfach teilweise ganz seltsame PC-Konfigurationen hatten und Grafikkarten. Da haben wir uns manchmal auch wirklich die Haare gerauft. Also, man kann das liegen, dass es bei denen nicht gescheit läuft? Bei uns läuft das doch. Ja. Also so geht das halt den Profi-Entwicklern natürlich auch. Also ich will jetzt nicht irgendwie das Spiel verdammen, sagen sie, ja, das ist Schund, weil das ist buggig. Nee, wie gesagt, bei mir läuft es halt nicht, offensichtlich. Bei euch kann es ja anders sein. Dementsprechend, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder in einem anderen Spiel, in einem Video. Macht's gut. Tschüss.